Politcast Uri Wahlhilfe. Am 8. März 2020 wird im Kanton Uri gewählt. Politcast Uri hat alle Kandidatinnen und Kandidaten unter 30 eingeladen für ein Videointerview. Neben mir sitzt jetzt Chiara Giesler. Sie ist aus Altdorf und studiert Geschichte und nachhaltige Entwicklung in Bern. Sie kandidiert für den Landrat auf der Liste der SP Grünen. Und meine allererste Frage, die ist jetzt ganz generell, Chiara, warum kandidierst du für einen Landrat? Es ist so, dass ich gerne in die Politik einsteigen würde. Und das ist im Kanton Uri der erste Ansatz, den man kann, oder die erste Wahl, die man sich kann, stellen lassen. Und vor allem finde ich es halt spannend, weil es urispezifische Themen sind, wo ich auch gerne etwas mitmischen würde. Also sind es vor allem persönliche Beweggründe, die dich jetzt für eine Kandidatur eigentlich motivieren? Ja, also ich würde gerne vor allem mehr Umweltpolitik in Kanton Uri bringen. Und das scheint mir einfach der schlichteste, einfachste, beste Weg, um etwas zu erreichen. Du bist auf der Liste der SP Grünen kandidieren. Mhm. Ich nehme jetzt, würde jetzt mal sagen, wir kennen die Positionierung von den Leuten, die auf dieser Partei, auf dieser Liste sind. SP und Grüne. Was mich jetzt mehr wundernimmt, gibt es denn von dir auch eine Positionierung, wo du jetzt nicht so auf Parteilinie bist? Ich könnte mir jetzt gerade nicht sehen. Ich würde mich jetzt trotzdem nicht irgendwie als Partiesoldat oder so benennen, weil wenn ich eine Position hätte, die mir nicht gefällt, würde ich das definitiv auch so vertreten, aber es kommt mir gerade nicht in den Sinn. Ja, und welcher Partei fühlst du dich denn näher, der SP oder der Grünen? Ich würde sagen, ich bin eine grüne SPlerin, also es ist so ein Schnittstelle. Weil es ist, mir sind Umweltthemen sehr, sehr wichtig, aber auch Sozialverträglichkeit von Umweltthemen und wie sie umgesetzt werden, das muss auf jeden Fall sozialverträglich stattfinden. Hast du sonst auch noch Themenschwerpunkte oder ist das einfach das Einzige, was du so etwas machst oder willst machen? Jetzt Umweltthematik ist schon mein Schwerpunkt. Muss ich sagen. Also sonst interessiert dich nicht gross etwas? Ich interessiere sehr, sehr viele Sachen, aber der Schwerpunkt ist auf Umweltthematik. Dann würde ich gerne noch von dir wissen, was denkst du, wie viel wird dein Wahlkampf kosten? es werden vielleicht so 500 Flyer oder so verteilt, plus noch Plakate und das wird halt verschickt in alle Haushalte. Das wird vielleicht auf die 2000 Franken rauslaufen, würde ich jetzt sagen. Wie finanzierst du das? Es ist so, dass ich von meiner Partei unterstützt werde. Auch der Landrat hat ein Budget zur Verfügung. Und einen Teil würde ich auch selber noch zahlen. Letzte Frage für diesen Teil. Wie sehr denkst du, sind deine Chancen vorhanden, wirklich Landrat zu kommen? Ist das einfach ein Probeversuch für die nächsten Wahlen? Oder denkst du, jetzt klappt es wirklich? Es ist so, ich bin auf der 5. Position und das doppelt. Das heisst, dass die Chance, dass ich gewählt werde, ist nicht sehr klein. Also es ist durchaus möglich. Oder auch, dass ich nachher rutsche, wenn einer der ersten 4 Kandidaten aus irgendwelchen Gründen das Amt nicht antreten kann. Das heisst, ich bin nicht in dem Sinne Listenfüllerin. Ich denke, ich habe schon Chancen auf das Amt. Wir haben vorhin eine Emoji-Runde gemacht und ich würde vorschlagen, dass wir uns das gerade mal zusammen anschauen und dann noch ein bisschen über Themen diskutieren, die dort behandelt worden sind. Ehe für alle. Wieso? Weil ich finde, dass Ehe etwas ist, das zwischen 2 Menschen geschlossen werden sollte, die sich gerne haben. Oder kommt es davon, ob man jetzt homosexuell ist oder heterosexuell oder wie auch immer. 5G-Netz. Finde ich, sollte man noch mehr darüber wissen, bevor man das national ausbreitet. Neue Kampfflugzeuge? Man könnte sein Geld definitiv besser investieren, auch innerhalb der Armee. Tamara Funicello. Hast du sie kennengelernt? Nein, nie kennengelernt. Nur Interviews gelesen von ihr. Und so, wir können eine Meinung bilden. Greta Thunberg. Politische Bildung im Kanton Uri. Könnte sich noch verbessern. Frauenstreik. Wieder das.
Bist du dabei gewesen? Bin dabei gewesen. Legalisierung von Cannabis? Rauchst du ab und zu eins? Eventuell. Reiner Männerregierungsrat in Kanton Uri? Wieso? Weil ich finde, dass die Frauen mehr Mitspracherecht haben. Und auch mehr wollen in die Ämter. Vaterschaftsurlaub? Bin ich definitiv dafür. Es wird länger werden. Liberalisierung von der Geschäftsöffnungszeit im Kanton Uri? Das ist ein Thema, das ich mich meist mehr damit auseinandersetze, um das beantworten können. Ja, Chiara, ich würde vorschlagen, dass wir jetzt noch ein bisschen thematisch diskutieren. Und du hast vorhin gesagt, für dich ist vor allem das Klimathema extrem relevant. Darum meine Frage wäre jetzt gerade, was kann denn der Kanton Uri bezüglich Klimawandel wirklich unternehmen? Also es ist ja so, erstens muss man vielleicht sagen, der Kanton Uri ist sehr betroffen vom Klimawandel. Das hat man ja 2018 gesehen, wo es sehr trocken wurde und eine Wasserknappheit gegeben hat. Es hat sich auch viel Ozon gebildet, weil es halt so trocken war und keinen Wind gegeben hat. Und dann hat sich Ozon gebildet, auch wegen dem CO2-Stoß. Was können wir da dagegen machen? Was kann ein Landrat dagegen machen? Genau. Und mein Vorschlag wäre dann natürlich, das CO2-Problem anzugehen und das Gesetz einführen zur CO2-Senke. Und das kann natürlich ein Landrat mit einer Motion oder so ansprechen und so ein bisschen Druck machen. Und wie stellst du dir das vor, CO2 zu senken? Also was wären da so ein bisschen die Instrumente, die man da brauchen würde? Also irgendwo muss man ja ansetzen. Ja, das wären zum einen natürlich Benzinpreise, die man müsste erhöhen, ganz klar. Dann wären das auch die ÖV ausbauen, dass man eine bessere Verbindung auch gewährleisten könnte und nicht mehr ins Auto nehmen. Und das wäre dann natürlich auch Sorge zu unseren Böden im Kanton Uri. Also wenn man gerade sieht, wie viel zum Beispiel überbaut wird und nachher leer steht, finde ich das auch immer ein bisschen schade. Den Boden wird es verbrauchen, sodass sie eigentlich sehr grosse CO2-Speicher wären, ja, die man benötigen könnte. Was ja wahrscheinlich auch Mieten beispielsweise ein bisschen teurer machen würde. Allgemein, jetzt, wenn ich ein bisschen dir zulasse, du hast vorhin gesagt, dir sei auch noch wichtig, dass die ganze Klimawandelbekämpfung sozial verträglich ist. Steuern, das tut aber nicht dem weh, wo eh schon das Vollsportmoney hat. Was kann man da dagegen machen? Also gibt es da wirklich Massnahmen, die sozial verträglich sind? Oder ist das einfach etwas, was man in Kauf nehmen muss? Also als erstes, glaube ich, muss man schon einen höheren Benzinpreis in Kauf nehmen. Aber es wäre ja dann auch so, dass durch den Ausbau der ÖV, dass man dann auch besser von A nach B kommt, auch ohne Auto. Und das wäre ja, denke ich, auch der Sinn der Sache. Und das wäre das, was sozial verträglich machen würde. Und noch, was mir noch sicher ist natürlich auch die Sensibilisierung im Kanton Uri, die ich finde, ist noch sehr ausbaufähig, sage ich jetzt einmal. Und auch, dass man das zum Beispiel an Schulen würde machen. Braucht es den Klimanotstand im Kanton Uri? Definitiv, ja. Die Bevölkerung muss aufgeklärt werden, über was heisst es, in Zukunft in dieser Welt zu leben und was hat der Klimawandel für uns wirklich. Wie stehst du Investitionsprojekte im Kanton Uri, wie beispielsweise in Andermatt, die Projekte von Sami Saviris, wie stehst du zu solchen Projekten, Investitionen? Ja, einerseits bringt es natürlich Tourismus nach Andermatt. Ist ja auch nicht schlecht. Auf der anderen Seite gibt es dann auch wieder so Projekte, wie zum Beispiel der grosse Anweg, der eingeführt wird, wo natürlich dann wieder die lokalen Läden ein bisschen untermauert, was ich auch schade finde. Genau, also es hat natürlich für auch die andere Bevölkerung ist ja da zum Teil sehr gespalten, ob das jetzt ihnen etwas gebracht hat oder nicht. Und ja, ich denke, das ist so etwas, wo man beidseitig anschauen kann, es hat Vor- und Nachteile. Gibt es andere Wege, um den Kanton Uri attraktiver zu machen? Ja, das gibt es sicher. Also ich finde, wir sind ein sehr attraktiver Kanton. Was würdest du im Landrat machen, um den Kanton Uri attraktiver zu machen? Ich als Jugendliche, also noch als sehr junge Frau, würde beispielsweise schauen, dass sicher Parkanlagen wieder existieren. Weil jetzt haben wir ja gesehen, der Spitalgarten wird überbaut, Winterberg ist jetzt nicht mehr nur, wir haben jetzt eigentlich ganz zentral Altdorf keine Parkanlagen mehr. Und ich denke, das ist schon wichtig für Jugendliche, weil es war auch ein Treffpunkt gewesen. Und auch für mich persönlich war es ein Treffpunkt gewesen. Und darum würde ich das
würde ich das vorschlagen, beispielsweise. Also für das Klima einsetzen und für Jugendliche, wenn ich das richtig zusammenfassen darf. Ja, jetzt ist der Mischschnitt so, ja. Letzte Frage. Was denkst du, deine Liste, Grüne, SP, werden dir zulegen können? Werden dir eine Wahlschlappe einfangen? Was ist deine Prognose? Also ich denke nicht, dass wir uns reduzieren werden. Aber vielleicht werden wir es jetzt zulegen. Es wäre zu hoffen, ja. Aber gleich bleiben ist auch schon mal ein Erfolg. Danke vielmals für die ausführlichen, interessanten Worte. Danke euch. Am 8. März 2020 wird gewählt. Hoffentlich kannst auch du deine Stimme abgeben. Bis zum nächsten Mal bei Politcast Uri.